Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quarien-Video. In diesem Video will ich jetzt beginnen, das logische Datenmodell für den Modellschock zu erstellen. Beginnen deshalb, weil ich noch nicht vollständig normalisiere. Ich will es einfach mal überführen und dabei die offensichtlichsten Probleme lösen. Ich beginne oben mit der Person. Übertrage diesen Entitätstyp. Ich habe mich diesmal für die Notation nach James Martin EM entschieden. Ich mag die irgendwie für die logischen Datenmodelle. Etwas, was ich jetzt mache, ist, dass ich die Primary Keys festlege und auch mal einen Datentyp zuweise. Ich nehme hier bewusst noch keinen Datentyp von irgendeiner Datenbank oder Programmiersprache, weil ich beim logischen Modell noch nicht weiß, mit welchem DBMS ich es umsetzen werde. Deshalb also hier einfach eine Ganzzahl. Anrede ist ganz klar ein Attribut von Person. Auch Vorname, Nachname sind Attribute. Na komm. Ich brauche hier ein paar neue Attribute. Das ist ein bisschen frickelig hier. Adresse gehört auch klar zur Person. Auch die E-Mail. Und Sie sehen, wie ich hier eigentlich fortlaufend all die Attributstypen, die ich schon abgehandelt habe, einfärbe, gibt mir einfach besseren Überblick. Telefonnummern. Hier habe ich eine Mehrzahl und ich weiß, dass es keine gute Idee ist, in einer Datenbank Listen von irgendwas zu speichern. Also mache ich hier einen neuen Entitätstyp. Die Telefonnummer ist ein Text, keine Zahl. Weil es hat ja Leerzeichen drin, Sonderzeichen etc. Das kann ich jetzt auch hier markieren. Ja, und jetzt brauche ich eine Beziehung. Das ist die hier. Und dann sehen Sie jetzt auch, weshalb ich meistens von Hand zeichne. Braucht einfach zu viel Zeit an. So, jetzt schaue ich hier meine Beziehung an. Jede Person hat genau eine Telefonnummer. Jede Telefonnummer gehört zu 0 bis 1 Person. Nee, das ist verkehrt herum. So, und willst du wohl... Jetzt gefällst du mir. Ja, prüfen wir das nochmal. Jede Person hat 0 bis 1 Telefonnummern. Jede Telefonnummer gehört zu genau einer Person. Das macht Sinn. Ja, dann kann ich hier weitergehen zur Rechnung. Und ich werde jetzt hier nicht mehr sämtliche Attribute einzeln machen, sondern nur so
gleich auf die Elemente reduzieren, die etwas speziell sind. Zum Beispiel Datum, das ist ganz klar ein simples Attribut. Auch Versandkosten, der Rechnungsrabatt, die sind alle diskussionslos, kann ich hier einfach einfügen. Dann komme ich zur Zwischensumme. Die Zwischensumme, die lässt sich berechnen aus den einzelnen Positionen. Ist also unnötig. Da suche ich mir jetzt eine andere Farbe. Ja, machen wir es blau für. Ist unnötig. Auch das Total ist ein berechneter Wert. Den brauche ich nicht. Mehrwertsteuersatz. Der kann theoretisch von Rechnung zu Rechnung sich unterscheiden. Das heißt, diesen Attributstyp, den füge ich hier ein. Wohingegen der Mehrwertsteuerbetrag wieder berechnet ist. Der berechnet sich aus Total mal Satz, also nicht übernehmen. Auch hier brauche ich eine Beziehung. Prüfen wir das mal kurz. Jede Person hat 0 bis viele Rechnungen. Jede Rechnung gehört genau zu einer Person. Das klingt sinnvoll. Nun habe ich hier diese Beziehung Rechnung zu Artikel. Die ist ja n zu n. Also eine Rechnung kann viele Artikel haben, der gleiche Artikel in vielen Rechnungen. Diese Mehrfach-Mehrfach-Beziehung, die muss ich auflösen. Das heißt, ich brauche nebst dem Entitätstyp Artikel brauche ich hier eine Verbindung. Solche Beziehungsentitäten, wie man die auch nennt, die also eine N-zu-N-Beziehung auflösen, kommen entweder anhand der beiden Entitätstypen bezeichnen, die sie verbinden. Das heißt, es wäre irgendwie Rechnung, Artikel. Wenn ich jedoch einen besseren Begriff weiß aus der Business-Realität, verwende ich lieber den. Und das hier bezeichnet man üblicherweise als Position. Auch hier brauche ich meine Beziehungen. Symbol. Jetzt ist noch die Frage, was ist denn der Primärschlüssel einer solchen Beziehungsentität? Ich halte es in der Regel so, wenn die Beziehungsentität nur die beiden Primärschlüssel beinhaltet, dann gebe ich hier keinen eigenen speziellen Primärschlüssel. In meinem Fall aber weiß ich schon, dass hier die Beziehung Menge und Artikelrabatt haben wird. Und dann verwende ich einen eigenen Primärschlüssel für diese Beziehungsentität und gebe dann die beiden Schlüssel der verbundenen Entitätstypen als Fremdschlüssel an. So, und jetzt geht es natürlich darum, hier auch noch die weiteren Attributstypen festzulegen. Menge und Artikelrabatt, das weiß ich schon von meinem
konzeptionellen Modell, dass die hier in die Beziehung gehören. Nehmen Sie einfach 0 Rabatt. So, jetzt kann ich hier mal wieder ein bisschen nachführen. Habe ich. Entitätstyp Artikel habe ich auch. Der Preis, der gehört zum Artikel. Weil der ändert sich ja nicht von einer Rechnung zur nächsten. Auch Artikelnummer, Bestandteile, Bezeichnung und Bilder. Oh, Mehrzahl. Sie sehen vielleicht hier, dass ich beim Attributtyp Bild mal einfach Grafikdatei hingeschrieben habe. Ich werde mir, wenn es dann an die Umsetzung geht, sprich physisches Datenmodell, überlegen müssen, wie ganz genau löse ich das. Will ich das als Binärobjekt in der Datenbank speichern? Will ich das vielleicht extern speichern in der Datenbank nur im Pfad? Aber momentan mit dem logischen Datenmodell brauche ich diese Überlegung noch nicht zu machen. Da geht es wirklich nur mal darum, was sind denn die Attributstypen und mal ganz grob, welche Art von Daten. So, wieder um die Beziehung. Ja, und jetzt müsste ich hier noch die weiteren Attributstypen ergänzen. Das dürfte aber relativ einfach sein. Was Sie auch nicht vergessen dürfen, sind die Fremdschlüssel. Wenn man hier so eine 1:1 Beziehung hat, der Fremdschlüssel ist immer auf der N-Seite. Also hier gehört die Person-ID als Fremdschlüssel hin. Hier habe ich die ganzen Fremdschlüssel schon. Hier beim Telefon fehlt mir noch der Fremdschlüssel. Auch hier ist es die Person, hier ist Ganzzahl. Und sie ist ein Fremdschlüssel. Zuletzt hier noch bei den Bildern. Mir ist absolut bewusst, dass ich hier noch Redundanzen drin habe. Mein Ziel ist es nie, beim ersten Wurf des logischen Datenmodells wirklich alle Redundanzen in allen 12 Millionen Normalformen loszuwerden, sondern es geht mir in erster Linie darum, 1:1 Beziehungen aufzulösen und dort, wo ich direkt sehe, hey, das ist eine Auflistung von irgendwas, das bereits aus eigenen Entitätstypen zu definieren. Basierend auf diesem logischen Modell werde ich dann anhand zumindest der ersten drei Normalformen wirklich seriös prüfen, wo habe ich Redundanzen drin, wie löse ich die auf. Aber für den Moment reicht mir das mal so,
Wie gesagt, ich habe da noch zwei, drei Attributstypen, die ich da noch ergänzen kann. Das mit den Bestandteilen, das ist irgendwie noch nicht so ganz geschickt. Das wird sicher noch irgendwas dann geben. Aber da mache ich mir momentan noch keine großen Gedanken drum. Einfach mal festhalten, so ja, das ist dann noch zu lösen. So, und damit sollte eigentlich mein logisches Datenmodell vollständig sein. Ich hoffe, Sie konnten meinen Ausführungen folgen und bis zum nächsten Video. Ihr Qualin.